über in die Geschichte. Zeitensprung als unser Spiel. Heiligenberg bei Heidelberg. Hier vom Königstuhl, dem gegenüberliegenden Berg aus gesehen. Kaum ein Heidelberger, der noch nicht auf dem Heiligenberg war. Die Klosterruine auf dem Gipfel, die Waldschenke etwas unterhalb der Thienstätte, das sind so die Anziehungspunkte. Wer aber macht sich schon Gedanken darüber, welche Geschichte dieser Berg hat, wenn er zu einem Kurzausflug dorthin startet? Schüler der Heiligenbergschule in Hanschusheim haben sich zusammen mit Lehrern der Selbsthilfegruppe PET aktiv und Experten der Lokalgeschichte daran gemacht, wichtige Etappen der Siedlungsgeschichte dieses Berges zu veranschaulichen. Einer der Experten, der Architekt Bert Burger, der für die kürzliche Restauration des Klostergeländes verantwortlich war, hat sich mit der Geschichte des Berges beschäftigt, die zurückreicht in die Zeit, als es Heidelberg noch gar nicht gab. Die prähistorischen Handelswege sich gerade erst entlang der Rheinebene entwickelten. Und an diesen prähistorischen Handelswegen einerseits mit dem Odenwaldmassiv im Rücken andererseits bildete dieser Berg einen besonderen Punkt, auch dadurch, dass dieser Berg nach allen Seiten steil abfällt. Die meisten Berge hier an den Hängen, die gehen nach hinten irgendwie flach weg, haben so einen Bergrücken, so wie der Königstuhl Richtung Geiberg oder die anderen Berge, da vorne der Hohe Nister nach hinten auch flach weggeht. Der Heiligenberg hat aber eine Besonderheit, er fällt überall steil ab, auch hier runter ins Neckartal und da runter in Richtung zum Hellenbach oder zum Zollstock dahinter, auch dort fällt er steil ab. Das heißt, man konnte diesen Berg relativ leicht verteidigen. Nun muss man sich vorstellen, dass zu der damaligen Zeit Holz Energiequelle Nummer 1 war und in unmittelbarer Nähe der Siedlungen, also wo Menschen waren, gab es natürlich keine Wälder mehr. Die hatten längst die Bäume abgesägt, hatten es gebraucht im Winter zum Heizen oder zum Kochen. Und wir müssen uns die Berge als relativ kahl vorstellen, als Weiden fürs Vieh oder auch als Gärten später, als Weinberge, sodass man hier oben auch noch von hier oben einen sehr guten Blick hatte. Man blickte darunter ins Neckartal, man blickte rüber in die Rheinebene. Und konnte auch sehr schnell erkennen, wenn irgendwo welche Feinde anrückten. Die kamen damals recht langsam, sodass man noch, die kamen zu Fuß, sodass man noch Vorbereitungen treffen konnte, sich zurückzuziehen in seine Burg und die Tore ordentlich zumachen. Sodass sehr früh, wo die Leute sich hier oben hin zurückzogen und die ersten, die das dann gut durchorganisierten, das waren die Kelten. Die Kelten waren überhaupt diejenigen, die hier sozusagen das erste politische Staatswesen in dieser Gegend manifestierten. Ein keltischer Gaufürst oder keltischer König, wir wissen das nicht, hat hier oben dann eine keltische Burg gebaut, eine Königsburg oder Fürstenburg. Wir wissen es deshalb, weil in diesen Fürstenburgen Eisenbarren gegossen wurden, die durften nur in Fürstenburg gegossen werden und wir haben hier oben solche Eisenbarren
also der Archäologe Dr. Heukemes hat solche Eisenbahnen gefunden, die darauf hindeuten, dass hier oben ein Keltenfürst seinen Sitz hatte, abgesehen von den vielen Scherben, von der Keramik und von den Mauern, die wir fanden. Zu diesen Keltenburg gehört natürlich auch Häuser. Wir haben hier in einem Berg hängen so richtige Terrassen, wo diese Häuser standen. Und wir haben außenrum die sogenannten Ringwälle. Die Ringwälle, die im Grunde Überreste von Stadtmauern einer keltischen Stadt waren. Das alles ist hier oben zu finden aus dieser Keltenzeit. Dies alles ist zwar zu finden, jedoch nicht ohne weiteres gleich sichtbar für den eiligen Besucher. Die Zeugnisse früherer Zeiten sind zumeist überwachsen und verschüttet. Der Heiligenberg zeigt heute, mit Ausnahme der hier errichteten Gaststätte Waldschenke, nur Ruinen. Verfallene Überreste menschlicher Arbeit und Fantasie. Dabei war er schon mehrfach für längere Zeit besiedelt. Zuerst durch die Kelten, die ihre Siedlung durch hohe Ringwälle schützten. Später, nachdem eine Zeit lang Tempel der Römer um den Gipfel herum angelegt waren, durch Vertreter des Frankenreichs. Und schließlich zuletzt durch christliche Mönche. Aber auch deren Kloster wurde wieder verlassen, ist zerfallen und allmählich ins Vergessen geraten. Man interessierte sich höchstens noch für verwertbare Mauersteine. Das hat sich heute geändert. Immer mehr Leute interessieren sich wieder für die Überreste der Vergangenheit. Und wir haben nun versucht, eine Reise dorthin zu unternehmen und uns überlegt, wie wir diese veranschaulichen können. Einer der besten Kenner unserer lokalen Geschichte, der pensionierte Lehrer Ludwig Merz, hat uns dabei geholfen. Auch er registriert das steigende Interesse an der Vergangenheit. Also ein verändertes Geschichtsbewusstsein in der Bevölkerung. Dieses Geschichtsbewusstsein braucht aber einen Anhaltspunkt. Es braucht ein Objekt. Es braucht, wie ich immer sage, einen Maßstab. Und wir haben ja gemerkt, dass die von die reisen heute nach Kreta und Ausland, überall hinter sie mehr wissen, aber von der eigenen Heimat wissen sie kaum etwas. Ja. Und drum begrüße ich, also und das muss ich jetzt mir ja mal sagen, ganz besonders, dass sich also nun unsere Jugend und die jungen Kollegen für diese Arbeit einsetzen und bin auch bereit, so weit als möglich das zu unterstützen. Ja. Als Maßstab für unsere Zeitreise haben wir eine Geschichtslinie gewählt, die nach Metern und Zentimetern zählt. Ein Zentimeter stellt ein Jahr dar, ein Meter stellt dann natürlich ganze 100 Jahre dar. 10 Zentimeter bedeuten 10 Jahre, also ungefähr das Alter der Schüler in diesem Film. Und 30 Zentimeter bedeuten 30 Jahre, das heißt ungefähr das Alter einer Generation. Auf einer Geschichtslinie, bei der die Darsteller eng nebeneinander stehen, könnte man also eine Generationenfolge zeigen. Und jetzt entsteht eine Geschichtslinie von 5000 Jahren. Der zweite Pflock steht 10 Meter von dem ersten entfernt, reicht also 1000 Jahre in die Vergangenheit. Der dritte Pflock steht 20 Meter von dem ersten entfernt, reicht also 2000 Jahre in die Vergangenheit. Der vierte Pflock steht 30 Meter von dem ersten entfernt, reicht also 3000 Jahre in die Vergangenheit. Der fünfte Pflock steht 40 Meter von dem ersten entfernt, reicht also 4000 Jahre in die Vergangenheit. Der sechste und letzte Pflock steht 50 Meter von dem ersten entfernt, reicht also ganze 5000 Jahre in die Vergangenheit. Die für uns wichtigsten Ereignisse haben wir an eine rote Schnur gespannt. Wir haben hier 5000 Jahre vor uns. Wir fangen in der Gegenwart an und gehen rückwärts 5000 Jahre. Hier etwas aus der Gegenwart, diese Leute sieht man fast überall auf der Welt. Können Sie etwas zu Ihrer Zeit sagen? Etwas komisch. Und hier in dieser Zeit ist sehr viel erfunden worden. Der erste Mensch kam auf den Mond, es kam das Flugzeug, das Auto und die Eisenbahn. Sie sehen also, so nah an der Gegenwart drängen sich alle Ereignisse ganz dicht beieinander. Und jetzt beginnen wir unsere eigentliche Reise in die Geschichte des Heiligenberges. Auf der erst einmal lange Zeit nichts passiert, bis ins Mittelalter, wo wir diesen Bettler treffen, der sein Revier auf dem Heiligenberg hat. Ich frage hier einen Bettler. Was sagen können Sie hier zu Ihrer Zeit sagen? Das Betteln ist so schwer. Puh, wird man ganz krank davon. Und man braucht so viel Mühe, um so etwas zu verdienen. Wie lange haben Sie dafür gebraucht, für diese paar Kräuter? Vier Tage. Vier Tage? Da sieht man, wie schwer es man es früher hatte. Wer arm war, musste im Mittelalter betteln gehen. Beliebt waren die Eingänge der Kirchen vor und nach dem Gottesdienst. Die Bettler mussten hier jedoch nach festen Regeln vorgehen. Betteln war wie das Berufsleben in einer Art Zunft organisiert. Hier kommt man am Anfang so um
1030 ein Mönch. Was machen Sie in Ihrer Zeit? Also in dieser Zeit, es fällt nicht viel Regen und oftmals kommen auch Leute, weil ja, die sind immer verletzt und wir müssen denen dann immer helfen und wir geben denen auch Geld und wir beten auch sehr viel. Excelsius Deo, das Kloster, das häufig Anlaufstelle für Bettler, Kranke und Verletzte war, war von den Mönchen über die Ruinen einer früheren Königsburg, der Averinesburg, gebaut worden. So ungefähr könnte die Burg einmal ausgesehen haben, auf der die durch ihre Lande ziehenden Könige Station machten. Als dann die Frankenkönige schließlich das Reich sicher beherrschten und sich sicher im Inneren des Landes bewegen konnten, wurde die Befestigung auf dem Averinesberg nicht mehr gebraucht. Der Königshof der frühen fränkischen Könige, von dem zumindest die hier aufgezeichneten Gebäude mit Sicherheit bestanden haben, wurde also verlassen und ist wohl zerfallen. Im 9. Jahrhundert wurde nun der ganze Berg dem Kloster Lorsch übergeben, das wir hier in einer Rekonstruktionszeichnung sehen. Die sogenannte Königshalle kann man heute noch in Lorsch bei einem Ausflug in den nördlichen Rhein-Neckar-Raum besuchen. Die Benediktinermönche aus Lorsch haben auf dem Heiligenberg zuerst eine steinerne Kirche und einige Holzgebäude und später die Klosteranlage erbaut, die wir heute in den Grundrissen rekonstruiert sehen. Hier ein Blick vom Stephanskloster zur Michaelsbasilika. Und so hat wohl der Innenhof des Klosters einmal ausgesehen. Ein schöner Garten, um den an drei Seiten ein Kreuzgang herumführt. Eindrucksvoll auch die Türme, die man noch weit in die Rheinebene und im Neckartal sehen konnte. Heute nur noch Ruinen, die hinter einem dichten Wald versteckt sind. Weitaus leichter als wir heute hatte es bei seinen Nachforschungen der berühmte Kupferstecher Merian, der noch mehr Bausubstanz vorfand, als er hier um 1645 die Klosterruine vom vorderen Berggipfel aus zeigte. Spätere Abbildungen zeigen den weiteren Verfall, hier Anfang des 19. Jahrhunderts und hier um 1967. Angefangen hatte der Zerfall schon im 17. Jahrhundert, als die Universität Heidelberg das verlassene Kloster als Steinbruch freigab. Herr Heugemess, der die archäologische Abteilung des Kurpfälzischen Museums in Heidelberg leitet, kennt die vielen Geschichten, die seit dem damals ausgelösten Verfall des Klosters um die Ruinen entstanden sind. Damit wurde der Berg seit langer, langer Zeit zum ersten Mal von Menschen nicht mehr bewohnt und regelmäßig begangen, sondern wurde eher ein unheimlicher Berg, über den sich Sagen, Hexenglauben und alle möglichen Geschichten gerankt haben, sodass man dann hinterher die Jugendlichen als Mutprobe da hochging und rumgegraben haben oder sich irgendwelche Geschichten erzählten. Das stimmt. Man hat die Sage von der Gans, die durchs Heidenloch bis zum Schloss lief. Man hat die Sage von den silbernen 12 Aposteln, nach denen jede Generation gegraben hat, bis vor wenige Jahre. Und vor allem die Vorstellung des Unheimlichen, dass es da oben spukt, wie man es früher glaubte. Und das hat viele abgehalten, etwa im Winter oder in der Nacht auf den Berg zu steigen. Es gibt auch unheimliche Sagen, die niedergeschrieben worden sind und die heute noch lesenswert sind, wie sehr die Menschen den Heiligen Berg auf der einen Seite verehrt, auf der anderen Seite gefürchtet haben.